Bevor wir uns der Startup-Sequence der Workbench 1.3 zuwenden, schauen wir uns mal etwas an, worüber ich bei der Recherche gestolpert bin. Es geht um den uns schon bekannten Befehl LoadWB, welcher die GUI der Workbench lädt. Verpasst man diesen Befehl aber noch den Switch Debug dahinter, geschieht Wundersames. Das heißt, zunächst einmal passiert augenscheinlich nichts. Aber wenn wir nun den Mauszeiger mit gedrückter rechter Maustaste hierher bewegen, so erscheint nun ein verborgenes Menü. Tja, da glaubt man alles über die alte blaue Workbench zu wissen und dann sowas. In diesem Menü finden wir die Punkte Debug und FlushLibs. Letzteres entfernt alle aktuell geladenen und nicht geöffneten Libraries aus dem Arbeitsspeicher. Damit kann man meistens wieder ein paar Kilobyte RAM frei bekommen, sollte man denn wirklich so knapp dran sein mit seinem RAM. Debug startet den Kickstart-internen Debugger. Auf dem Bildschirm selbst kann man da nichts sehen. Die Ausgabe erfolgt komplett über die serielle Schnittstelle. Man braucht also einen zweiten Rechner, der seriell mit dem Amiga verbunden ist und auf dem ein Terminal-Programm läuft. Das Kickstart konfiguriert die Schnittstelle mit 9600 Baud, 8 Datenbits, keiner Parität und einem Stoppbit, dem klassischen 8N1 eben. Diese Einstellungen sind fest im Kickstart und unabhängig von den in den Preferences festgelegten Comport-Einstellungen. Ich habe hier meinen alten Siemens Laptop PCD 4ND mit Windows 98 und Hyperterminal angeschlossen und drücke ich nun hier auf Debug, so erscheint auf dem Terminal dieses hier. Die Amiga-Götter mögen verstehen, was ihr Kind ihnen hier sagen möchte. Ich jedenfalls verstehe es nicht. Dieses Debug-Menü ist übrigens aus Kickstart 1.3. Ältere Versionen zeigen mehr Optionen, welche jedoch allesamt ähnlich wie Debug funktionieren. Sie geben Informationen über die serielle Schnittstelle aus. Das ist auch vergleichbar mit dem Guru oder der Software-Failure-Meldung. Drückt man hier die rechte Maustaste und hat ein Terminal angeschlossen, so spuckt der minimalistische Debugger, genannt ROM-WAC, Informationen aus. Aber das alles nur nebenbei. Kümmern wir uns jetzt um die Startup-Sequence 1.3. Wir überspringen hierbei jetzt die uns bereits aus der vorherigen Folge bekannten Zeilen und gehen nur auf die hier tatsächlich neuen bzw. zusätzlichen Befehle ein. C Setpatch nil. Nein, denkt dabei bitte nicht an das Setpatch, welches in der Folge 79 prominent vertreten war. Erst ab Workbench Version 3.9 kann Setpatch aktuellere Module nachladen, als im Kickstart-ROM vorhanden sind. Dieses alte Setpatch korrigiert nur ein paar Systemroutinen. Im Detail sind das Display Alert Queue, die mathematischen Ausnahmevektoren des 68000ers, die Graphic Library Delete Lawyers SF und die Alloc Entry OExec Funktion. Ihr versteht nur Bahnhof? Ich auch. Nehmen wir es einfach als gottgegeben hin. Setpatch ist notwendig und damit soll's gut sein. Interessant für die Nutzer der resetfesten RAM-Disk in einem System mit einem Megabyte Chip-RAM ist der Setpatch-Switch R. Damit ist die resetfeste RAM-Disk nutzbar, denn eigentlich ist diese nur für ein System mit maximal 512 KB Chip-RAM ausgelegt. Fast Mem First. Der Name ist Programm. Das System wird angewiesen, Programme zuerst in den schnellen Fast-RAM-Arbeitsspeicher zu laden, wenn denn welcher im System vorhanden ist. Das beschleunigt das Arbeitstempo und schont das zwar langsamere, aber dennoch wertvolle Chip-RAM, welches ja beispielsweise für die grafische Darstellung der AGA Screen Modi zwingend benötigt wird. FF. Das aktiviert das Fast-Font-System, welches die Textausgabe beschleunigt. Es ist optimiert für ein System mit einem 68000er Prozessor. Bei schnelleren CPUs kann es hiermit zu Problemen kommen. Also ihr könnt es, wenn es da Schwierigkeiten gibt, schmerzlos deaktivieren. Resident CLI L Shell - Sec System Pure Add. Ich komme mir gerade vor wie beim Flugfunk. Hier wird die New Shell aktiviert, die mit Workbench 1.3 daherkommt. Lädt man dies nicht und möchte dann eine Shell öffnen, fliegt einem eine Fehlermeldung um die Ohren. Man kann danach die Shell zwar nutzen, aber nicht im gewohnten Umfang. Damit im Zusammenhang steht auch Mount Nukon, welches sich unter anderem die eingegebenen Befehle in der Shell in einer Historie merkt und per Cursor-Taste dann zur Verfügung stellt. Resident C Execute Pure. Dies lädt das Programm Execute in die Resident-Liste. Damit befindet sich Execute nur einmal im Arbeitsspeicher, unabhängig davon, wie viele Instanzen davon gleichzeitig laufen. Mal zur Erklärung von Resident und Pure. Resident sorgt, wie gesagt, dafür, dass Programme, die resident gemacht worden sind, nur ein einziges Mal im Arbeitsspeicher vorhanden sind, egal wie oft sie ausgeführt werden. Man kann prinzipiell alle Programme resident machen, aber nur die wenigsten sind so gekennzeichnet oder programmiert, dass sie dann auch fehlerfrei laufen. Solche Programme nennt man Pure. Daher dachte man sich, dass Programme, die resident gemacht lauffähig sind, mit dem Dateiattribut P gekennzeichnet werden sollten. Der Resident-Befehl lädt also erstmal nichts resident, was nicht mit dem Attribut P gekennzeichnet ist. Aber das war dann wohl wieder auch nichts Richtiges, nichts Gescheites gewesen und man hat noch das Keyword Pure eingeführt. Damit werden auch Programme resident gemacht, die das Dateiattribut P nicht gesetzt haben. Fail at 11. Wir setzen also mal wieder die Fehlerabbruchschwelle vom Standard 10 auf 11, brauchen wir für die nachfolgende Prozedur. Run Execute as Startup2. Hier springen wir nun in die Startup2 Datei, quasi eine eigene Startup-Sequence Datei, die jetzt parallel ausgeführt wird. Wenn sie fertig ist, sendet sie der normalen Startup-Sequence ein Break, auf welches wir hier ganze 5 Minuten warten. Also, wir warten nicht wirklich 5 Minuten, sondern wir geben mit dieser Befehlszeile der Startup2 die Chance, binnen 5 Minuten ihr Break-Signal zu senden, also mit ihrem Krempel fertig zu werden. Andernfalls geht's dann einfach weiter. Aber 5 Minuten, also mal ehrlich. Ein 5 Minuten langer Stillstand. Nee, das wäre auch beim Amiga schon einem Absturz gleichgekommen. Die Autoren der Startup-Sequence scheinen es hier mit den 5 Minuten vielleicht etwas zu gut gemeint zu haben. Ich dachte hier erst, dass es sich bei Run und Execute in einer Befehlszeile um einen Doppelmoppler handeln muss. Dem ist aber nicht so. Run startet eine neue, parallel arbeitende Shell, nutzt damit die Multitasking-Fähigkeit des Amiga. Die Startup2 wird also von Execute ausgeführt, während die normale Startup-Sequence weiterläuft, also gleichzeitig. So richtig genutzt wird das hier zwar nicht, aber bis zum Wait könnten parallel zur Startup2 hier noch andere Dinge ausgeführt werden. Den Rest vom Schützenfest kennen wir schon, bis auf ein Detail. Hinter diesem LoadWB steht hier nun Delay. Dies sorgt für eine 3-sekündige Pause, bevor die GUI der Workbench bereitgestellt wird. Dies soll jedweder Diskaktivität die Gelegenheit zum Beenden geben. Ob das heute noch eine Rolle spielt, naja gut, muss man rausfinden. Ich hab's drin gelassen. Die Startup2. Jo, man möchte denken, dass es sich hierbei vielleicht um den Vorgänger der User-Startup-Datei handelt, welche in späteren Workbench-Versionen auftaucht. Dem ist aber nicht ganz so. Während die User-Startup später tatsächlich für den Anwender da ist, damit er mit seinen Modifikationen keine Schäden in der Startup-Sequence anrichtet, was die User-Startup also streng genommen sogar entbehrlich machen kann, so ist die Startup 2 mit für das System wichtigen Kommandos ausgestattet. Klar, natürlich hilft die Aufteilung in zwei Dateien dabei, die Startup-Sequence möglichst unberührt zu lassen, aber hey, wer hält sich da heute schon noch dran? Das meiste davon kennen wir schon. Eine Menge Resident, MakeDir und Assigns. Residente Programme werden schnell, da sie im Arbeitsspeicher sind und Arbeitsspeicher schonend, da sie nur einmal im RAM vorhanden sind, ausgeführt. MakeDir, klar, erzeugt für das System notwendige Verzeichnisse. Hier werden auf der RAM-Disk die Verzeichnisse T für temporäre Dateien, ENV für die Environment Variables, also die Umgebungsvariablen, und Clipboards angelegt und gleich mit den Assigns T, ENV und Clips versehen. Mit Mount werden die Devices ins System eingebunden. Spätere Workbench-Versionen machen dies automatisch, sobald eine .device-Datei in das Verzeichnis Devs DOS Drivers kopiert wird. Die blaue Workbench braucht dafür noch ihre MountList-Datei, in der die spezifischen Parameter stehen und welcher Handler jeweils zuständig ist. Speak ist ein virtuelles Gerät zur Sprachausgabe. Wenn wir beispielsweise eine Datei auf Speak kopieren, passiert eben Folgendes. To be or not to be? That is here the question. I think. So I am. Maybe. AUX ist für das Schreiben und Lesen vom seriellen Port zuständig. Ich kann also das, was ich auf dem Amiga eingebe, über die serielle Schnittstelle an einen anderen Rechner, der mit dem Amiga seriell verbunden ist, senden und andersherum. Ich schicke jetzt mal spaßhalber den Inhalt einer Datei vom Amiga aufs Hyperterminal mit einem einfachen Copy-Befehl. Ja, da ist es. So simpel kann es sein. Pipe hingegen ist für die Kommunikation zwischen zwei separaten Shells und/oder Programmen zuständig. Die Resident-Remove-Befehle entfernen wieder die resident geladenen Programme aus dem Arbeitsspeicher. Wenn man knapp an RAM ist, kann man das so machen und lassen. Hat man genug Arbeitsspeicher, dann kann man die Programme auch getrost dort lassen und eben nicht removen. Neben der Startup-Sequence und Startup2 gibt es noch die Shell-Startup. Diese wird immer dann aufgerufen, wenn eine neue Shell gestartet wird. Hier oben finden wir wieder etwas, was wir von MS-DOS her kennen. Mit dem Prompt-Befehl und den Switches dahinter legen wir die Erscheinungsart der Eingabeaufforderung fest. N und S sorgen dafür, dass wir stets den Namen der Partition und den Verzeichnispfad sehen, auf dem wir uns gerade befinden. Weiterhin beinhaltet die Shell Startup eine Menge Aliases. Diese vereinfachen uns das Leben. Diese Zeile hier sorgt dafür, dass, wenn wir XCopy eingeben, eigentlich CopyClone ausgeführt wird. Tja, und da dachten wohl noch einige, dass XCopy ein eigenständiges Programm sei. Ihr seid im Irrglauben nicht alleine. Ging mir auch so. Nur, dass man ein Programm namens XCopy nirgendwo auf einer Workbench 1.3 Diskette finden wird. Aliase machen also Shortcuts, Abkürzungen. Hier der Clear-Befehl verdeutlicht das auch ganz wunderbar. Geben wir Clear ein, so werden die danach stehenden, kryptisch anmutenden Zeichen ausgeführt. Im Endeffekt macht das nichts anderes als eine CLS, also Clear Screen Eingabe unter MS-DOS. Das Shell-Fenster wird geleert. Ja, oder eben wir nutzen Rotzlöffels Erklärungsmethode. Damit sind wir am Ende der blauen Workbenches angelangt. Wenn ihr euch in diesen Startup-Sequences mal auf Fehlersuche begeben müsst, ist es gegebenenfalls ratsam, die Nils zu entfernen, damit Ausgabemeldungen nicht unterdrückt werden. Auch kann es helfen, die Fail-Ads auszukommentieren, um zu sehen, ob vielleicht hier ein Fehler auftritt. Schlussendlich kann man auch das abschließende End-CLI auskommentieren, einfach um Gelegenheit zu haben, die Meldungen auch lesen zu können, bevor die Shell zugeschmissen wird. Aus Blau macht Grau. Wir überspringen die Version 2 jetzt komplett und steigen direkt ein in die Startup-Sequence der beliebten klassischen Workbench 3.1. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass man mit einem anführenden Semikolon die betreffende Zeile auskommentiert? Das sollte man, glaube ich, auch noch wissen. Diese Zeilen hier werden also nicht ausgeführt, sondern stehen hier momentan nur so rum. Die bekannten Befehle überspringen wir wieder. Da haben wir doch schon wieder Setpatch Quiet. Diese Version von Setpatch kann zwar immer noch keine Module, wie etwa ein moderneres SCSI-Device, nachladen, aber man kann hiermit immerhin entscheiden, ob man die AGA Screen Modi nutzen möchte oder nicht. Die restlichen Patch-Funktionen sind weitestgehend gleich zu älteren Versionen. Das Quiet dahinter bedeutet lediglich, dass keine Ausgabe auf dem Bildschirm stattfindet. Das ist ja auch ein generelles Merkmal von der grauen Workbench. Während des Bootprozesses sieht man kein Shell-Fenster, sondern bekommt gleich als erstes die fertig geladene Workbench zu sehen. C-Version nil. Dies setzt, wenn auch nicht sichtbar wegen nil, eine Umgebungsvariable fest mit der Version von Kickstart und Workbench, quasi um klarzustellen, in welcher Umgebung das System läuft. C MakeDir RAM T RAM Clipboards RAM ENV RAM ENV/Sys. Hier werden auf der RAM-Disk die Ordner T, Clipboards, ENV und ENV/Sys erstellt. C Copy Nil Envarg RAM ENV All NoRec. Und hier wird alles vom Festplatten- oder Diskettenverzeichnis Prefs ENV Archive nach RAM ENV kopiert. Da stehen sämtliche genutzte Umgebungsvariablen drin, die zur Beschleunigung einfach in die RAM-Disk kopiert werden. Na, im Prinzip ist das ein Copy-Befehl, ein Copy von nach Befehl mit dem Switch All, also er soll alles kopieren, und NoRec, also No Requester ohne Nachfrage, soll das Ganze stattfinden. Logisch, Startup-Sequence läuft vollautomatisch. C Mount Nil Devs DOS Drivers / Tilt Klammer auf Hashtag, ach komm, hör auf, ihr könnt selber lesen. Das ist vom Prinzip her das gleiche wie zuvor auf der blauen Workbench, nur dass hier eben alles gemountet wird, was sich im Verzeichnis Devs DOS Drivers befindet. Alles außer Dateien mit dem .info Anhängsel, also den Piktogrammen. Es wird also keine MountList mehr benötigt. Wenn sich der Monitortreiber VGA-Only im Ordner Devs Monitors befindet, wird dieser hier gestartet. Damit kann man einen normalen VGA-Monitor an den Amiga anschließen. Freilich funktioniert dies ausschließlich mit der Workbench, nicht mit anderen Programmen, die Amiga Standard Screen Modi verwenden, Spiele zum Beispiel. VGA Only liegt normalerweise aber im Verzeichnis Devs Storage Monitors, wird also nur bevorratet, ist aber nicht aktiv. Und jetzt was Interessantes. Nee, ich lese es nicht vor. Hiermit wird eine Datei mit dem Namen M im T-Verzeichnis, also auf der RAM-Disk, erzeugt. Darin werden alle Dateien aufgelistet, das macht der List-Befehl, die sich in Devs Monitors befinden und nicht auf .info enden oder zuvor beschriebenes VGA-Only sind bzw. ist. L-Format sorgt dafür, dass diese gelisteten Dateien der Pfad Devs Monitors vorangestellt wird. Normalerweise würde List ja eine Dateiliste in Spalten ausgeben, die Dateiname, Größe, Datum und so weiter beinhaltet. Soll hier nicht sein, daher wird mit L-Format eben umformatiert. Die Datei M im Verzeichnis RAM-T könnte man sich also anschauen und ihr Inhalt würde so aussehen. Anschließend wird mit Execute TM diese erzeugte Datei ausgeführt, also alle Monitortreiber werden gestartet. Ich sagte, man könnte die Datei hier sehen, wenn sie nicht mit delete nil tm nach ihrer Ausführung umgehend wieder platt gemacht werden würde. SetENV setzt globale Umgebungsvariablen, die für alle Shells gelten. ENV ist übrigens kurz für Environment, also Umwelt oder eben Umgebung. Hier werden die ENV-Variablen Workbench und Kickstart in RAM-ENV gesetzt, die zuvor mit C-Version abgerufen worden sind. Das Unset Workbench und Kickstart löscht die Variablen von Version, die werden ja jetzt, nachdem sie kopiert worden sind, nicht mehr gebraucht. Damit werden die Data Types im Verzeichnis Devs Data Types eingebunden. Data Types, also Datentypen, sind beispielsweise GIF, PNG, ILBM, ANIM oder TIFF. Also im Prinzip, ja, Dateitypen halt, wie soll man das anders erklären? iPrefs lädt die Einstellungen, die Programme im Prefs-Ordner gespeichert haben, wie zum Beispiel den Screen Mode, die Fonts und so weiter. Mit ConClip wird die Zwischenablage aktiviert. Damit kann man mit der rechten Amiga-Taste und C und der rechten Amiga-Taste und V Texte kopieren und einfügen. Sollte es eine User-Startup-Datei geben, wird diese hier nun ausgeführt. Ohne eigenes Zutun gibt's die User-Startup allerdings nicht. Ab Kickstart und Workbench 2 kann man ganz am Anfang der Startup-Sequence Set Echo On einfügen. So bekommt man beim Starten alle Befehle der Startup-Sequence auf dem Bildschirm angezeigt. Man sieht halt dann, was abgeht. Kann bei einer eventuellen Fehlersuche durchaus behilflich sein. So, die Damen, das wär's nun erstmal gewesen mit der Startup-Sequence der klassischen Workbenches. Ja, klaro, in denen der Classic Workbench oder Better Workbench oder Best Workbench oder OS 3.9 oder was weiß der Teufel, was ihr auf euren Amigas rumlaufen habt, irgendwelche modernen Firlefanz, dann ist da natürlich deutlich mehr drin los. Aber grundsätzlich funktioniert das alles nach dem gleichen Prinzip. Zum Ende nochmal der Wink mit dem Lattenzaun. Macht immer erst eine Sicherungskopie, bevor ihr in einer Startup-Sequence herumfuhrwerkt. Bis zum nächsten Mal dann. Adele, ciao und bye bye, euer Mick.